Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, auch wenn wir eine Voraussetzung für eine Beförderung noch nicht abgeschlossen haben, nämlich 3 Patienten zu behandeln, da fehlt noch einer, werden wir heute nicht Cleo mit auf die Arbeit begleiten. Das haben wir jetzt so oft gemacht. Das können wir am Sim-Donnerstag nochmal machen. Oder hier, nee, wir haben ja erst Dienstag. Das können wir am Sim-Mittwoch oder am Sim-Donnerstag nochmal machen. Und uns dann darum kümmern. Oh Gott, sie ist immer noch total traurig. Aber warum denn nochmal gleich? Sehr einsam, stimmt, weil sozial niedrig, da war was. Ja, das müssen wir dringend irgendwie hochbekommen. Ich würde erstmal sagen, wir schicken Cleo jetzt raus. Oh. Ich möchte ein trauriges Bild malen. Meinst du, das hilft dir beim Bewältigen deiner Probleme? Sei mir nicht böse, Cleo, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, bei Sergio würde ich heute gerne mal über die Frisur drüber schauen. Ich weiß, ich mag momentan eigentlich die Standardfrisuren mehr. Aber ich habe mir jetzt eine Frisur runtergeladen, die könnte richtig gut aussehen. Eben richtig gut. Und das muss ich unbedingt ausprobieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Ha. Sergio muss übrigens heute auch arbeiten. Ja, genau. So, 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 so. Duschen und dann änderst du mal das Aussehen. Hendrik nimmt sich auch schon mal was zum Frühstücken. So. Was? Ach so. Oh Gott. Oh Gott, ich habe mich gerade schon erschrocken. Aber natürlich, ich habe ja auf Aussehen ändern geklickt. Da muss ja ein Ladescreen kommen. Mensch, ich bin auch manchmal eine verwirrte Nudel. Skimbo, you nabla. Ja, ja, du hast recht, Sergio. Manchmal. Oh, Käse. Ich muss ihn erstmal gucken, ob ich die finde. Die finde ich auch voll cool. Aber nicht für ihn. Das ist auch nicht die, die ich suche. Das passt auch nicht zu ihm. Das sieht nichts aus. Die hat komische Farben. Da hat er auch leider nicht so das Gesicht für die hier. Jetzt habe ich so viele schöne neue Frisuren runtergeladen. Da finde ich ein zu langes Gesicht. Da müsste er das Gesicht ein bisschen überarbeiten. Nee, das geht auch gar nicht. Das sieht irgendwie an ihm alles nicht so recht was aus. Das ärgert mich. Das ärgert mich tierisch. Und dann schon eher so. Aber selbst dafür, er hat eigentlich dafür das Gesicht zu lang. Da kann er gar nicht mehr durchgucken. Ist halt jetzt die Frage. Bleiben wir erstmal bei der anderen Frisur? Ich würde ihm unheimlich gerne eine neue Frisur verpassen. Weil ich finde lang... Oh Gott, nee, das passt gar nicht zu ihm. Ich finde, langsam wird es wirklich so ein bisschen langweilig bei ihm. Er braucht mal was Neues. Er braucht mal einen Tapetenwechsel. Einen Haarfarbenwechsel. Oder nicht Haarfarben, ein Frisurenwechsel. Auch das hier ist doof. Die sind irgendwie alle doof. Ich kann mich nicht so recht damit anfreunden. Nein, damit sieht er total schmierig aus. Tatsächlich finde ich die hier ganz cool bei ihm, aber sein Gesicht ist einfach zu lang. Schreibt mir doch mal, sollen wir generell mal Sergio ein bisschen kosmetisch verändern? Ich werde es jetzt doch erstmal bei der alten Frisur belassen, denn irgendwie gefallen mir wirklich die anderen Frisuren. Ich finde sie total cool. Und es ist eigentlich auch das, wo ich so ein bisschen mit Sergio hin möchte, die Richtung. Aber sie passen einfach nicht zu seiner Kopfform. Das ist ärgerlich. Das habe ich aber ganz oft mit Frisuren, dass ich mir denke, boah, die ist voll schön. Und dann passt die überhaupt nicht zu meinem Sim. Egal, ob die Standardfrisur oder runtergeladen ist. Problem, das habe ich irgendwie extrem häufig. Naja, gut. Wie gesagt, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, sollen wir Sergios Gesicht ein bisschen kürzen? Nicht ganz so länglich, kantig kann es ja trotzdem sein. Dann würden die Frisuren definitiv besser zu ihm passen.
Das könnt ihr mir ja gerne mal mitteilen. Ja. So, Sergio sollte auch was frühstücken, finde ich. Öffnen. So, zack. Ich bin am Überlegen, ob wir ihm vielleicht heute freigeben, guten Sergio, und ihn dafür Bilder malen lassen. Ich glaube, wenn er sich reinhängt, dann könnte das auf den Tag gesehen mehr Geld bringen, als wenn er auf die Arbeit geht, tatsächlich. So traurig das klingt. Emi hat heute auch frei. Ii, ist das dreckig. Mach das gleich mal sauber und dann kannst du duschen. So. Ach ja, wo ich hier gerade aufs Handy klicke. Ihr habt natürlich recht damit, klar. Nachmittags finden keine Partys statt, die finden immer abends statt. Aber ich frage mich immer, warum die Sims werden grundsätzlich immer nur dann angerufen, wenn sie hundskaputt sind, gerade von der Arbeit kommen und an den freien Tagen werden sie nie angerufen. Das ist eher das, was mich wundert. Warum bessert sich denn hier ihr soziales Bedürfnis nicht auf? Ist das irgendwie ein Bug? Ich weiß nicht, woran das liegt. Es wird einfach nicht besser. Das ist sehr merkwürdig. Guck mal, das ist so im Keller. Und Lisa, da tut sich überhaupt nichts dran. Das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Warum kann ich das hier nicht wegnehmen? Achso, jetzt geht's. So, kommt alles seinem Job zugute hier. Vielleicht kriegen wir sie so wieder auf die richtige Bahn. Muss man mal gucken. Hilft dir das? Ja, ein bisschen hat sich hier Bedürfnisse aufgebessert. Ja, das bringt was. Das bringt was. So. Wir möbeln jetzt mal richtig auf hier. Was macht eigentlich Emi gerade? Emi sollte vielleicht auch mal was essen. Wo springt denn die gerade rum? Oh mein Gott. Emi. Mach mir nie wieder so einen Schreck. Boah. Sie wird sich ein Konzert geben. Interessant. Hier, nimm du dir mal einen Tag frei. Boah, Rechnung bezahlen, da war ja was. So, das hier machen wir ein bisschen schneller. So, so. Nee, alleine losschicken. Ja, ja, ich habe doch die Rechnung bezahlt. So, und jetzt mal ein großes, klassisches Gemälde. Man muss Hendrik auf die Arbeit. Ich hätte ihn vielleicht mal noch hier... Er hätte noch programmieren müssen. Na! Na! Schon wieder hier der Sozialhase. Also irgendwas hat er mit dem Sozialhasen, der Sergio, ganz eindeutig. Es ist ein absolutes Lieblingsporträt hier, Lieblingsmotiv. Ausgelaugt, ein Gefühl wie eine emotionslose Hülle. Ja, das kommt davon, wenn du dich von der Paula auszuzeln lässt, Emi. Das macht man auch nicht, dass man an den Kuchen von anderen geht. Och, das ist doch jetzt nicht wahr. Reparier du das mal. Ha! Hendrik hat 42 Simoleons bekommen, weil er ein Anti-Malware-Plugin programmiert hat. Das ist ja cool. Wie schon wieder Post? Ernsthaft? Mwah. Wir haben doch eben erst die Rechnung bezahlt, oder nicht? Also jetzt seht ihr mich aber langsam hier... So, wie viel bekommen wir jetzt dafür? 220. Das heißt, wir haben 100 Gewinn gemacht. Realistisches Gemälde in groß. Und Emi, du könntest mal wieder ein Buch schreiben.
Weil wenn du nicht mehr großartig was schreibst, dann haben wir nämlich bald das Problem, dass keine Tantiemen mehr fließen. Und die Tantiemen, die bringen uns momentan relativ viel Geld jeden Tag. Und den Garten pflegen könntest du auch mal. Sollte sie vielleicht noch vorher machen, ansonsten vergammeln uns die ganzen Blumen. Das wäre auch nicht im Sinne des Erfinders. Okay, danach schreibst du aber weiter an Sims mögen's heiß. Ja, das ist ein sehr inspiriertes Gemälde, was Sergio da aufs Papier bringt, beziehungsweise auf die Leinwand. Hat keinen Spaß? Ach komm, mal macht Spaß. Malerei, hat er gleich auf 5. Und da kommt sowas bei raus? Na ja, gut. Naja, gut. Wenn er denn meint. Stopp. Hier, Leinwandrahmen und dann Sammler verkaufen. Dann haben wir wieder mehr. Dann haben wir nämlich nur noch 30.000 vor uns. Nicht mal mehr ganz. Er möchte gerne was malen. Ja, was willst du denn malen? Wie wär's denn mit einem abstrakten Gemälde? Hauptsache, sie konnte sich um alles kümmern und der Gärtner hat es nicht fertig bekommen. Unsere Simfrüchte sind ready to ernt. Machen wir gleich mit Sergio. Vielleicht können wir die auch ganz gut verkaufen. Weiß ich nicht. So, und das können wir auch verkaufen. Wir machen hier alles zu Geld. Und ich werde es auch definitiv so machen, wenn wir hier ausziehen, dass wir das Haus, wo wir hier aktuell drin wohnen, dass wir das verkaufen werden. Wir werden hier alles abreißen, damit unsere Sims das Geld gut geschrieben bekommen. Wir haben das ja so gespeichert mit der Einrichtung. Wir können es auch gerne nochmal speichern, dass wir das so wieder hier errichten können. Hoppala. Aber dann können die das Geld mitnehmen. Sehr gut. Emi hat ein Buch fertig geschrieben. Ich möchte mit der Kuh pflanzen. Ja, mach du mal. An Verlag verkaufen. Ach, gucke, sie hat sogar noch 2, die sie verkaufen kann. Naja, dann gibt es ja ab morgen wieder mehr Tantiemen. Dann gibt es ja ab morgen wieder mehr Tantiemen. Aber sie hat das Schreiben noch nicht so komplett abgeschlossen. Das heißt, schreib doch mal ein Motivationsbuch. Du bist gerade zu selbstsicher. Nee, nicht Notizbuch. Wir müssen jetzt auch mal gucken, ihr habt recht, wir müssen dringend mal gucken, dass wir mal eine Party feiern. Da habt ihr absolut recht. So, warte mal, hier. Ist... So richtest du alle auf? Ja, okay. Das Bild ist voll cool. Das muss entstanden sein aufgrund dieser Wellnessklänge, die wir hier gerade haben. Wow. Wohngebiet Giergut. Jetzt könnten wir eigentlich mit Emi mal hin. Komm. Jetzt machen wir das mal. Obwohl, das ist jetzt keine Party. Nö, ne. Wenn es jetzt eine Party gewesen wäre, das hätte ich mitgemacht. Wie viel bringt uns das Bild jetzt? 308. Nice. Nein, du kochst ihn nicht selber. Du machst jetzt die Pfannkuchen, die du gemacht hast. Da kannst du jetzt eine von nehmen. Cleo ist nach Hause gekommen. Wie war ihr Tag so? Ja, es geht so. Woi, Schmezzel. Was ist das denn wieder für eine Sprache hier? Also, was das für eine Sprache ist, weiß ich. Aber das habe ich noch nie gehört bei einem Sim, muss ich ehrlich sagen. So, danach kann sie mal ein bisschen den Kochkanal schauen. Hendrik kann sie noch ein bisschen, kann auch ein bisschen fleißig arbeiten. Sergio sollte nicht zu viel essen. Gut. Oh, das machen wir mal aus. Das machen wir jetzt mal aus. Das ist mir jetzt ein bisschen zu ruhig. Das würde er jetzt gerne machen. Kunststück betrachten. Okay. Und Hendrik? Hendrik will was essen. Ja, lassen wir Hendrik mal was essen. Das hat er sich verdient.
So, so. Warum ist jetzt hier eigentlich, warum steht ihr jetzt auf? Aha. Geht es euch auch mal so, dass ihr bei Kochsendungen immer irgendwie was essen müsst? Ich krieg bei Kochsendungen immer Hunger. Das ist ganz schrecklich. Geht den beiden anscheinend auch so. Sehr schön. Du könntest mal noch ein surrealistisches Gemälde machen. Gut, und damit, dass Sergio jetzt noch was malt und sich weiter daran begibt, was an Geld anzuschaffen. Also er hat eigentlich, er hat die besten Voraussetzungen für seinen Job. Ja, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen malen. Guck mal, was er da Surrealistisches auf die Leinwand pinselt. Das sieht momentan noch ziemlich realistisch aus. Aber gut, mehr dazu sehen wir dann übermorgen. Morgen nicht, denn morgen ist wieder eine Baufolge angesagt. Dann bauen wir wieder am zukünftigen Eigenheim unserer WG hier. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss.